Willkommen zurück zu Bus Driver. Wir haben heute einen neuen Park. Drei Busse sind wir schon gefahren. Gerade läuten hier die Glocken, aber ich habe keine Zeit zum Mittagessen. Ich muss das mal spielen. Okay, Linie 26, Blitz und Donner. Wegen der starken Regenfälle sind weder die Baustelle noch das Sportstadium, die entlang der Route von Linie 26 liegen, zu sehen. Was für ein Mistwetter. Können Sie sich den perfekten Meilenbonus sichern? Fahren Sie vorsichtig, bauen Sie keinen Unfall, legen Sie keine Vollbremsung ein und nutzen Sie Ihre Blinker. Na, dann geht's los. Drücken Sie auf 1, um die Hilfe aufzurufen. Ich brauche keine Hilfe. Hier, was gibt's denn da? Ja, kann man nochmal alles sehen hier, wie man fährt und was da alles gibt. Okay, und los. Oh, Ecken, ja, wie im Kreuzworträtsel. Geht das da nicht, dass die schreiben können, drücken. Nein, geht wohl nicht. Spawnt euch mal rein. Und los. Ihr wisst, ne? 1,50 habe ich gesagt. Oh nein. Ach ja. 1,50 Dollar. Wir sind ja hier in Amerika. Habe ich noch nicht erwähnt, aber man sollte es an den Ampeln sehen. Boah, ist das knapp. An den Bussen. An der Feuerwehr. An der Polizei. An eigentlich allem, oder? Nein. Nee, nicht allem, aber. Ja. Man sieht es. Im letzten Part haben wir über die Nintendo Switch geredet und etwas über die Nintendo NX. Über den NES Mini angesprochen. Die haben hier auch schon Weihnachten. Toll! Über den NES Mini angesprochen. Und zwar die kleinen Call of Duty und Battlefield Kinder können jetzt alte Spiele spielen, die sie von 0 bis 1 gespielt haben. Von Mario Bros. 1, 2, 3, nein! Wir müssen das mal auch zu schnell kriegen. Nochmal Abzug. Plus. Ah, jetzt haben wir genau 0. Von Mario Bros. 1, 2, 3, Mario Bros. Zelda 1 und 2, Excitebike, Kirby, Mega Man, Metroid und viel mehr. Denn, nein, es steht zwar da nur, du musst 9 steigen aus, ist aber noch nicht das Ziel, denn steigen wir wieder welche ein. Ich glaube, wir schaffen es rechtzeitig. Ah, wir sind auch bei der Weihnachtsstimmung und ich würde auch jetzt schon anfangen, Geschenke zu holen. Ja. Ich habe am 24. den Laden rasen, wenn alles voll ist. Sonst mache ich das so, nur das früher. Also wenn nicht mehr so, oh. Da dachte ich, ich schaff's. Ich könnte es noch schaffen. Bin zwar rechtzeitig angekommen, aber ich war nicht rechtzeitig los. Ne? Und dann steigen 13 ein und die steigen alle wieder aus. Ihr wollt alle nur eine Station fahren. Oh. Der Weg könnte auch laufen. Naja, ist schon ein bisschen weiter. Also im Regen und Blitz. In so ein Misswetter würde ich auch lieber mit dem Bus fahren, als zu laufen. Noch krank werden, ne? Ja. Auf geht es. Der gute blinke Einsatz. Auf nach unten. Fahren wir gut Bus. Ja, es geht. Gut. Mit der Linie 26. So, jetzt sind wir gleich da. Wir bitten die Fahrgäste auszusteigen. Ich hoffe, dass Ihnen die Fahrt mit uns gefallen hat. Fahrt gerne wieder mit uns, aber ihr müsst auch das Geld dabei haben. Ne? Nicht einfach schwarz fahren. Kostet 60 Euro. Oder, ja. Wir sind ja in Amerika, Dollar. Wir müssen umrechnen. Oh, tut mir leid, noch was sowas am Ende gemacht zu haben. Ihr könnt jetzt noch was essen gehen. Ihr müsst jetzt mal 15 weniger zahlen. 26 Fahrgäste, 81% Pünktlichkeit. Bonus 12, Strafe.
3, 4. Ach, direkt hier. Also mehr als 110 hätte ich sowieso gehabt. Ups, naja. Und man sieht es ja auch in dem Schulbus, da steht Schoolbus dran. So, als nächstes ein Reisebus. Vista Glacier Resort Hotel. Ein ausländisches Olympia-Abfahrts-Ski-Team ist zum Training in der Stadt. Bringen Sie sie vom Airport zum Vista Glacier Resort Hotel. Ja, sieht man. Englische Amerika. Die meiste Zeit werden sie über schneebedeckte Straßen fahren. Geben sie also Acht und kommen sie nicht ins Rutschen. Fahren sie langsam und vorsichtig. Ja, mache ich. Schnee. Warte mal, fahren sie besonders umsichtig, wenn stehende Fahrgäste sind. Ich mag immer solche Schneefahrten, aber man muss aufpassen, weil man kann sehr stark rutschen. Vor allem die Kurve da nach unten. Die ist richtig hart auch. Die wird noch oft kommen. Zwar nicht immer mit Schnee. Aber was gut ist, wenn man keine Fahrgäste drin hat, kann man ganz stark bremsen. Stört die denn nicht? So, 0 und los. 2,28. Oh, dauert das. Aber steigen ja dann alle aus nach diesem Halt. Bisschen längere Fahrt. Die Distanz sind 90,88 jetzt. Oh, man merkt schon, die Kurve ist scheiße. Und hier darf man auch nicht dagegen fahren. Ach ja, das wird jetzt auf das neue Spiel wiederkommen. Oh, der gute alte Vista Glacier. Oh, oder der Groove Park oder das Mayday Hospital. Oh, das waren Zeiten. Ich kann jetzt nicht bei allen das beliebteste Spiel, aber als Simulationsfan dürfte das Spiel doch ganz gut sein, vor allem für diese Zeit. Und die Autobahn. Raserei und. Wetter geht ja bei City. Und die ganzen Kinder sind heute GTA 5. San Andreas, GTA 3, 2, 1. Ach nee, komm, wir sind jetzt nur so fies. Ziehen wir uns das für den GTA rein. Was für den GBA ist das? GTA Advance. Auch mit dem Bus immer noch was gefahren, oh. Ja, fahren wir schön. Weil es ist auch gut gemacht. Naja, das dürfte eigentlich klar sein, wenn man in einen Tunnel fährt, dass dann kein Schnee mehr ist. Aber es gibt auch noch eine Strecke, da wird es richtig schneien. Oh. Ich tue mir alles an. Eine Meile unfallfrei. Oh. Es lief alles gut, bis auf einmal falsch rumgefahren. Oh, der hat eine Panne. Ja, und dafür bin ich jetzt da oder was? Muss gleich einspringen. So, sind wir gleich da. Tschüss. Die Busse sind manchmal schneller als die Wagen, oder? Weil dieser Bus ist jetzt schon ziemlich schnell. Also die Strecke, die dann richtig verschneit ist, da geht es dann auch da nach unten. Rechts, da unten. Wo? Viel zu weit. Und wenn ich jetzt fast 100% Pünktlichkeit haben könnte. Aber jetzt haben wir 10 Sekunden gleich, oder? Ist es bei 10? Nee. Bei 11. Geforderte Fahrgäste, 15 Bonuspunktlichkeit, 93% Bonusfahrten, 4 Strafe, 1. Und ich war nicht besser. Naja, ist auch einfach, aber... Trotzdem. Das hätte doch gehen können. Nein. Oh toll. Ach egal. Und die letzte Fahrt für Stufe 1, das ist hier der Bus, der nur eine andere Farbe hat. Der als 1, glaube ich, dran kommt. Linie 83, Sunshine. Eine Busfahrt in einem sauberen, ruhigen Vorort an einem klaren Tag wie diesem kann ein wahres Vergnügen sein. Nur wenige Haltestellen, nette Fahrgäste, tolles Wetter und wenig Verkehr. Der Traum aller Busfahrer. Fahren Sie nicht zu schnell und halten Sie sich an die Verkehrsregeln, so fahren Sie sicher. Ja, vor allem, dass es sauber ist, ist ja gut. Ich meine, der ganze Müll. Oh. Ja, ist doch ein Schnitt. Jetzt wird eine schöne Fahrt.
Großstadtstation, der Bus war auf Bock, kein Schnee, klares Wetter, nette Fahrgäste. Keiner, der jetzt die Knarre rausrückt und das Geld verlangt. Ja. So, ist noch ein schöner Tag. Ach, trotzdem. Dieser Tag wird doch schon viel besser. So, kommt rein und weil ich heute so nett bin, kostet die Fahrt nur 1,49 Dollar statt 1,50 Dollar. So, aber erstmal müssen wir in dieser Ampel warten. So, und los. So, vielleicht schaffe ich diesmal ohne einmal Schaden zu nehmen, also Strafe zu bekommen. Also ich wollte schon schaffen, vielleicht geht das. Das ist bei dieser Strecke auch ganz gut. Da kann man ganz gut Punkte farmen. Doch, man sollte schon jetzt abbremsen, weil sonst fährt man wieder über die Haltestelle. Und das ist eigentlich so dumm, die könnten doch eine extra Bus, also in die Haltestelle, nicht auf die Straße, auch Autos langfahren. Weil die müssen ja dann warten. Also 4 Haltestellen kommen noch. Ich bin nicht sicher. Ja, das könnte doch klappen. So, nur 1,49 Dollar, wie gesagt. Da konnte man ja auch noch hinten, damit hinten einsteigen. Jetzt muss man ja vorne einsteigen und die Karte zeigen, aber viele machen das auch nicht, also. Also einen guten Blinker-Einsatz. Ja, es gibt plus 20, nicht mehr plus 10. Hat sich schon erhöht. Weil die ja denken, och, weil man ja an dem Spiel später eh besser wird, kann man ihnen ja ein paar Punkte mehr geben. Man könnte es ja so machen, ja, später sind die besser, dann kriegen sie nicht mehr so viele Punkte. Machen es mehrmals, haben sie dann doch mehr Punkte. Der Bus kommt auch nicht so häufig hier. Bremst. Oh ne, doch nicht. Zum Glück. Aber jetzt muss ich bremsen. Denn ich wollte keine Strafen. Ja. Yeah. Oh, vor allem bei der einen Aufnahme habe ich voll fehlen in der. Beim dritten Bus da, der weiß-rote, ne, der vierte war es. Da habe ich die Fahrgäste vergessen, weil ich nicht aufgepasst habe. Und da habe ich gleich mal mehr als 1000 Minuspunkte bekommen. Ich weiß gar nicht. Nein! So toll habe ich doch gar nicht gebremst. Ey. Und so ein Fail lässt einen wieder hochlegen. Vielleicht habe ich es ja noch, es wäre ein bisschen schlimm, wenn nicht, aber ich soll ja ein guter Busfahrer sein. Dort. Nur gut aufpassen, dass man den Berg nach unten geht. Dann sind die meisten zu viel, so machen an der Ampel hin, dass man gar nicht richtig bremsen kann. Och. So. Mist. So, jetzt noch zwei. Hier kommt ja gleich die Ampel. Nein! Nicht drüber fahren. Gut. Knapp war's aber. Wenn ich schon so Stoßstangen Perspektive habe. Oh! Übelst knapp stand ich drin. Wenn der schon blinkt kommt. Kriegt man eigentlich keinen Abzug, glaube ich, oder? Ja, warte. Auch manchmal stehen auch Autos hier an der Seite, da muss man auch ausweichen. Sollte ich auch. Oh. Über diese Vollbremsung.
Muss ich so machen, weil ich will ja niemanden treffen. Allerdings sehe ich noch nicht die auf der Straßenseite. Ist da halt Eventsensual plus 100. Ich komme jetzt wirklich vor wie in so einer echten Stadt und fahre Bus. In einer großen Stadt. Also, jetzt sind wir am freundlichen Busbahnhof, den SDS Transport Evil Center. Freut euch, dass wir da sind? Oder sagt ihr, scheiße, ist aber Vollbremsung. Ich will nicht noch ins Krankenhaus. Ich lasse es mit dem Bus fahren. Oder zumindest bei Ihnen, ja, sie sind schlechter. Hier, Mario, Flugsticker, go, hier. Geforderte Fahrgäste 45 Bonuspünktlichkeit 59% Bonusfahrten haben wir 24 und die Strafe natürlich die beiden hier. Aber ich war besser. So, das war es für diesen Part. Wir machen natürlich nie mal 3, also. Aber beim nächsten Mal geht das mit Stufe 2 weiter.